So, willkommen zurück zu Final Fantasy VI. Ich habe endlich Nash gefunden. Verdorre nochmal, hat das gedauert. Also, hier sind wir endlich. Gut. Stellt sich auch weiterhin die Frage, wo müssen wir lang? Dies ist die Schule für Abenteuernovizen. Riskiert einen Besuch. Maschinen mögen unser Leben erleichtert haben, doch dort draußen warten noch immer eine Menge Gefahren. Eine Welt voller seltsamer Monster ist dies, weiser Rat. Gereicht ihr euch sicher zum Vorteil? Ja. Will, dass wir hier reinkommen, das möchte ich jetzt aber nicht, weil da ist nur Gequatsche. Und hier sind die Wachen. Schick Gehstahl seine räudigen Hunde erneut. Haltet ein! Wenn ihr hier nicht auf der Stelle verschwindet. Boah! Was bin denn in Ruhe? Wie habe ich denn noch mal gesprochen? Nun hört uns doch erstmal an! Ich bin Edgar, König von Vieh! Elender Lügner! Boah! Die sind ganz schön unfreundlich. Uiuiui. Ui. Versteht ihr nun, warum ich lieber den holden Weiblichkeit fröne? Männer hören einfach nicht zu. Entschuldigt, es ist alles meinetwegen. Na komm schon. Alles okay. Ach, hier können wir gar nicht durch, ne? Wenn ihr nicht auf der Stelle verschwindet. Ja, ich mach mich ja schon weg. Ich weiß, glaube ich, wo wir lang müssen. Hier gab's doch so einen Geheimgang. Locke hat uns doch gerettet. Locke. Als Locke mir zur Flucht half, sind wir irgendwo hier rausgekommen, glaube ich. Locke hat mir alles erzählt, wenn man diesen Stein drehen sollte. Pupp. Ein Geheimgang. Offen gehen. Und jetzt erinnere ich mich gerade an etwas. An eine Schildkröte. Was ich damit meine, ist... dass uns ein Schlosser erwartet. Schlosser. Ich komme nicht weg über die Schlosser. Ich mag sie nicht. Die haben jetzt einmal verkackt bei mir und das bleibt jetzt sowas von hängen. Aber die haben keine Chance mehr. Wir sind zu stark für die Schlosser. Die Schlosser haben ausgeschlossert. Es wird Zeit, dass sie endlich ihren Arbeitsplatz finden und mich nicht länger belästigen. Aber das sind andere Schlosser, sehe ich gerade. Die sehen ziemlich stark aus. Und wir beten mal. Zwei unserer Leute sind blind. Terra und Edgar. Mit der David Hasselhoff Gedächtnisbrille. I've been looking for your freedom. Komm, ihr Wildratten. Euch besiege ich auch noch eben. Der Bioblaster ist natürlich richtig geil. Ach, die kriegen Plus? Hab ich gar nicht gesehen. Sind das Anti-Bio-Ratten? Hey, Dory nochmal. Magie. Feuer knallt aber richtig raus bei denen. Bumm. Jawohl. Alles klar. Ein bisschen länger gedauert. Ich habe nicht gesehen, dass sie Bio absorbieren. Ah, können wir hier durch? Okay. Ah. Ob ich mir das merken kann. Okay. Ist das hier etwa? Was? Dies ist der Raum, um diejenigen zu prüfen, die Nahs Wachen beitreten wollen. Wenn wir dieses Licht genau folgen, sollten wir unbeschadet das andere Ende erreichen. Bei einem Fehltritt jedoch umzingelt einen das Licht. Dann heißt es, das Rote zu wählen. Okay. Wir finden jetzt entweder den richtigen Weg. Oder? Wir sind richtig am Popo. Ah! Hopp! Glück gehabt. Ich habe das rote Licht erwischt. Sonst erwartet uns, glaube ich, ein Zufallskampf und wir fangen wieder beim Anfang an. Haben wir aber geschafft. Und zwar, weil wir es können und richtig gut sind. Lasst euch nichts anderes einreden. Wir sind richtig, richtig gut. Jetzt können wir hier lang. Die Stelle kennen wir auch, hier mussten wir Terra beschützen vor den Nachsoldaten. Und die Mokris haben uns geholfen. Und das hier ist die Höhle der Mokris. Boah, lass mich vorbei. Ich will mit dem da reden. Der bewegt sich nämlich als einziges nicht. Kupo! Die Dopo! Yeah.
Ich weiß gar nicht, ob wir hier richtig sind, aber hier ist auf jeden Fall eine Truhe mit einem Runenschwert. Goll. Ausrüsten. Riesenschwert, Runenschwert. Ich glaube, das kriegt mal Edgar. Und ich muss ja erstmal gucken, wo wir lang müssen. Okay. Mehr Ratten. Die sind kein Problem. Hier lang? Hier hoch? Eventuell? Nee. Wir waren schon richtig. Schlosser macht dich weg. Hier unten müssen wir wahrscheinlich lang. Mein Gott, diese Zufallskämpfe. Und die Truhe haben wir geöffnet. Das kennen wir alles. Hier ist ein Speicherpunkt. Wir können mal ein Zelt benutzen. Habe ich ein Zelt mitgenommen? Natürlich. Und Papaya machen. Oh. Mittagsschläfchen sind einfach cool. So, weiter geht's. Den richtigen Weg gilt es zu finden. Das ist bei mir ja immer so eine Sache mit dem Weg, ne? Hier lang. Und wir wollen ja zur verschwundenen Esper finden. Ob das so einfach geht? Schauen wir mal. Ah, das ist der Opi von letztens. Alter Mann. Sir Benen, König Edgar und Terra ist auch da. Mein guter Arvis, wie stehen die Dinge bei euch? Nash ist weiterhin autonom. Weder mit dem Imperium noch mit den Rückkehrern gibt es Bündnisse. Meine Worte, sich dem Widerstand anzuschließen, finden kein Gehör. Doch jetzt, wo ihr hier seid, werden die Menschen vielleicht wachgerüttelt. Wie geht es dem Volk? Alle leben in Angst, seit die Esper in den Minen entdeckt wurde. Dieses Mädchen vermag das Mysterium, um die Esper vielleicht zu erhellen. Die Angst vor diesem Wesen mag groß sein, doch ist die Neugierde der Menschen ungebrochen. Wenn wir es geschickt anstellen, werden sie Terra vielleicht akzeptieren. Ich frage mich nur, ob die Esper uns Erlösung bringt. Oder Verderben. Ja, das fragen wir uns alle. Erlösung oder Verderben. So trafen die Gefährten einen nach dem anderen in Nash ein. Doch am Horizont ragten bereits drohend die dunklen Wolken der entscheidenden Schlacht auf. Okay. Ah. Ja, komm. Wer bist du denn? Dorfelster. Nun bin ich also über alles im Bilde. Das sagt mir, ihr wollt allen Ernstes, dass wir Blut vergießen? Das hat niemand gesagt. Sie haben es nur anders formuliert. Oh, es ist wie ihr sagt. Sir Benen. Wir verlangen von euch, eure Hände mit Blut zu besudeln. Das gestahlte Imperium hat sich abermals in Bewegung gesetzt. Der Imperator will sich der gefrorenen Esper aus den Minen bemächtigen. Doch vergrößert das Imperium seine magischen Kräfte weiter, ist eine Katastrophe wie vor 1000 Jahren nicht mehr abzuwenden. Der Magiekrieg. Der legendäre Krieg, der die Welt in Schutt und Asche legte. Wollte damit andeuten, dies könnte sich wiederholen? Ich hätte die Menschen für weiser gehalten. Edgar! Sibyn, du lebst? Ich sehe, du hast neue Gefährten. Gestatten, Zyron-Krieger aus dem Königreich Dobor. Ich Gau Gau. Gau. Das Imperium hat gegen Nozel an den Domanern begangen. Kefka hat sie alle vergiftet. Wie grässlich. Ältester. Doch liegt dies sicher daran, dass Doma mit den Rückkehrern kollaborierte. Ein neutrales Land würde das Imperium nicht wagen anzu. Du erst. Lock! Die imperialen Truppen stehen bereits kurz vor Nash. Was? Lock, mein Freund, wo hast du diese Information? Von ihr. Celeste war Generalin
der imperialen Armee. Also doch, ich wusste doch, dass ich diese Visage von irgendwo aus dem Weg zur Gau. Gau, Gau! Die berüchtigte Generalin Celeste, der Todesengel Marandas. Freudige Hündin Gestalz, empfange die Strafe, die dir gebührt. Moment, Moment! Celeste hat den Imperium Lex den Rücken gekehrt und versprochen, uns zu helfen. Aber ich habe versprochen, sie zu beschützen. Eine Frau, der ich meinen Schutz versprach, lasse ich nicht im Stich. Niemals. Locke, hast du diese Geschichte etwa immer noch nicht überwunden? Auch ich war eine imperiale Kriegerin. Wie bitte? Abgrundtief böse mag das Imperium sein, doch gilt dies nicht für all seine Bürger. Die Worte meines Bruders verdienen Respekt. Das Imperium, wir werden angegriffen! Was? Also, das Imperium ist jetzt endlich auch hier eingetroffen. Und der Miskal Kefka. Wir brauchen diese Ispa, koste es, was es wolle. Doch was ist mit der Zivilbevölkerung, mein Lord? Die soll sterben, wie die Fliegen, die sie sind. Aber Nash ist neutral. Idiot! Kapiert ihr denn nicht? Mitleid haben diese Verräter nicht verdient. Ihr gebührt der Tod. Wetzelt sie nieder. Kefka ist ein kranker Miskel. Habe ich das schon mal erwähnt? Er fällt jetzt also in Nash ein. Kann man das so sagen? Nun bleibt es wohl nichts anderes übrig, als zu kämpfen. Zu den Waffen! Der Feind hat es auf die S-Bahn gesehen. Wir haben sie hoch auf die Klippen geschafft. Dann gehen wir jetzt auch dahin. Gut, dort wollen wir sie mit unserem Leben verteidigen. Locke hat eine bewegte Vergangenheit. Dass er euch gerade schützt, heißt nicht, dass er euch liebt. Verfallt ihm nicht. Euch für so gerührt mich nicht. Mich doch, ich bin Soldatin. Blabla, euer Mundwerk ist so flott wie ihr meint. Das ist viel zu schnell zum Lesen. Ich kann gar nicht so schnell, tut mir leid. Das Mädchen, das von Geburt Magie beherrschte. Dass wir uns so wiedersehen würden. Auch in dir spüre ich Magie, doch du bist anders als ich. Mir hat man magische Kräfte künstlich injiziert, als ich ein Kind war. Eine Magitech-Kriegerin aus der Retorte. Ist es dir möglich, andere Menschen zu lieben? Willst du dich über mich lustig machen? So treffen jetzt die verschiedenen verschiedenen Leute mit ihren Vergangenheiten aufeinander. Ich trau dir längst nicht, vergess das nicht. Wie du meinst, dann sollst du dich mit eigenen Augen überzeugen. Also das ist eine ganz unterschiedliche Truppe. Und jetzt können wir wählen, wen wir mitnehmen. Terra muss auf jeden Fall mit. Weil sie ja zu Espa will und wir nehmen auf jeden Fall Lock mit. Hä? Kann ich jetzt nicht wählen? Oder muss ich erst mit Ben sprechen? Bist du bereit? Ja, würde ich einfach mal sagen. Ah, Mokri, erzähl uns etwas. Es gilt, die gefrorene Espa vor Kefka zu schützen. Kupo, soll ich es dir genauer erklären? Ja, bitte, ich muss gerade mal nach dem Kick. Gekämpft wird in drei Gruppen, zwischen denen mit Select gewechselt werden kann. Ah, das kennen wir ja schon. Sollten die imperialen Truppen bis zu Benno vordringen, ist der Kampf verloren. Kefka muss unbedingt ausgeschaltet werden, bevor dies geschieht. Die Aufstellung der Gruppe wird mit Start bestätigt. Alles klar, drei Gruppen, die möglichst logisch und kampfstark zusammengesetzt werden müssen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Stück, das ist, okay, Lock. Terra kann heilen, deshalb sollte sie vielleicht in eine etwas schwächere Gruppe kommen. Sion ist ziemlich stark. Seven ist ziemlich stark. Celeste kann Zauber machen. Damit kommt sie da rein. Edgar hat viel wie sagt man? Flächenschaden, so. Jetzt bleibt noch Gau übrig. Eine Gruppe können wir verstärken. Die Gruppe ist ziemlich stark. 14 und 13. Die sind ziemlich stark. Ja, ich würde sagen, sicherheitshalber packen wir Gauma noch in diese Gruppe hier. Und dann müssten wir alles zusammen haben. Da kommen sie! Alles klar.
Da, wenn das mal nicht die erbärmliche Federäterin Celeste ist, wie schön. So kann ich euch alle auf einen Streich auslöschen. Mahahaha. Kefka ist ein bisschen unmännlich bei mir. Und das sind die Soldaten, vor denen wir Bannon beschützen müssen. Vorwärts, Männer! Zieh diesen Absorb vom Antlitz der Welt. Aber das seht ihr gemeinerweise erst beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi!